So, hallo, wir machen weiter. Wir machen gar nicht weiter. Also, theoretisch machen wir schon weiter mit der Videoreihe. Zwei ganze Videos trifft die Reihe der neuen Aufnahme mit Stevie. Ich sage diesmal nicht das Boy dazu. Und er hat neben der Demo, an der er arbeitet, hat er auch noch einen Contest-Tag gebaut, der einfach nur als Dateiname Space heißt. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich sieht man jetzt auch erstmal nur, oh, ich muss wahrscheinlich empty reingehen. War noch ein Speicher drin. This entry has only one exit. I once had a dream that I was the first person on Mars. Cool, eh? Oh. Ja, war ein cooler Traum. Kann man mal machen. Also, der Contest, das war ein 24-Stunden-Level-Design-Contest und das Thema war Light, also das Wort Light. Und du hast dann leicht daraus gemacht. Also warm. Ja. Das heißt, man hätte jetzt was mit Licht machen können, aber auch was mit Schwierigkeit, Schwerelosigkeit. Ah, Also cool. viel haben mit Licht was gemacht, aber ich habe natürlich ganz anders macht, das Ja. Lightweight. Du bist wieder der Individuelle. Aber das ist ja das, was dann gut ankommt, wahrscheinlich, hoffe ich. Was denkst du, welcher Platz ich geworden bin? Ach, der ist schon durch, der Contest! Ja, und die Resultate sind auch da. Ja, ich kann es halt schlecht sagen, ohne zu sehen, wie die anderen Level ausgesehen haben. Also ich würde mir natürlich wünschen, dass du ein guter Platz geworden bist, so von mir aus gerne die 1, aber ich weiß halt die anderen Level nicht und dann kann ich es ja gar nicht vergleichen. Also ich wurde Zweiter Wow. Ja, nice. von 40 anderen. Ja, das ist ordentlich. War auch recht überrascht. Ja, naja, aber ich meine, das Level ist halt an sich cool. Wie gesagt, man kann es halt nicht automatisch beurteilen, wenn man nicht die Konkurrenz kennt. So, ich hätte mir jetzt einfach nicht. Es wäre jetzt halt völlig falsch gewesen zu sagen, ja, du wirst auf jeden Fall Erster, ohne zu wissen, wie die anderen Level aussehen. So, das wäre Quatsch gewesen. Aber es ist auf jeden Fall ein absolut cooles Level jetzt schon wieder. Oh, ja, hätte ich vielleicht. Geht zurück. Ah, perfekt. Oh, no. Ah, okay, es passt sogar. Und mein VLDC 12 Level, dort wurde ich Zwölfter. Cool. Und mittlerweile wird auch an einem 11. Collab-Hack gearbeitet. Aha. Der ist aber nicht offiziell. Ah ja. Ein anderer User machte den Collab. Oh, hier muss ich warten. Ich verstehe. Ich muss hier warten. Ja. Alles passt aber, alles passt. Ja, alles faires Design. Sehr, sehr cool. Yoshi! Jetzt kommt der Yoshi. Oh, no! Das war jetzt nicht so gut. Tschüss! Ade, du schöne Welt. Oh, hier hast du es auch schon und eingebaut. ja. Nice. Und neben dem 11. Collab-Hack wird jetzt auch, denke ich mal, am 12. gearbeitet. Das wird ein VLDC 12 geben, ein Hack. Okay, machen Sie mal wieder eins. Denke ich schon, ja. Naja, ganz cool. Und beim 11. habe ich auch Oberwelten gemacht. Ah, okay. Das war übrigens gerade richtig doof, was ich gemacht habe. Ich darf also nicht mit Spin Jump auf Yoshi drauf. Nee. Das ergibt Sinn. Beim 11. habe ich die Main Map gemacht, also die große, und so eine Sky-Welt, so eine Was Luftwelt. mache ich denn gerade? Ah, man könnte ja hier sogar die Plattformen weglassen und sagen, hey, du musst über die Dinger dich am Leben halten. Das wäre dann Kaizo. Das würde aber gehen. Ja, theoretisch. Nein, nicht wieder den Nein. gleichen Fehler. Gut, dass die Plattform noch kommt. Ja, gut, dass so viel Schwerelosigkeit hier ist, dass ich da zurückschweben konnte. Das wäre sonst gewesen. Gut. Wir sehen die Stelle noch ein paar Mal. Ah, das ist okay. So, ich probiere das wieder ohne die Plattform. Cool. Ah, na, okay.
Da muss ich ein bisschen aufpassen. Hätte ich jetzt nicht geschafft. Zack. Zack. Hui. Oha, 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 okay. Okay. I see, wir machen jetzt so eine ganze Reihenfolge. Zack. Pilz. Kann man eigentlich weg. Oh boy. Ah, ich muss das essen. Hilfe. Ja. Oh. Der dreht sich gar nicht mehr. Ja. Mist. Wer ist denn dann bei dem Light Dings Contest Erster geworden? Kenn ich den oder die? Jemand, der Far heißt. Die Person Nein. Die Person hat Oh. Oh boy. Das könnte nicht mehr funktionieren. Aber das mit dem Yoshi-Kopf ist mir noch nicht passiert. Ach so, okay. Also nee, das mit dem Baby-Yoshi schon, aber das sah ein bisschen komischer als sonst. Okay, ja, das ist okay. Ich spiel gerade, ich mach sowas einfach, das ist kein Problem. Ja, er hat halt diese Midway-Point-Grafik, genau. Ah, okay. Aber, also der erste Platz, ich weiß nicht genau, was das für ein Level war. Kannst du auch nicht wirklich erklären in Deutsch. Etwas mit der Refraction. Okay. Und Regen. Klingt auf jeden Fall auch interessant. No! Yes! Okay. So. Jetzt durch. So, jetzt mal sehen, ob du das schaffst. Das Ding für dann. Oh, Yoshi, nicht da unten landen. Das ist nicht gut. Okay. Da muss ich deutlich besser die Plattform nutzen, die du gegeben hast. Ja, gut. Ich weiß nicht, wo ich bin, aber gut. Gehen jetzt gleich runter. Ah, Yoshi kann da drauf laufen, theoretisch. Was ist der große Yoshi? Oh, nicht hier hin. Oh. Nicht hier hin. Nimm den gleich mit, friss den. Friss die alle. Hilfe. Ah, das nervt. Das hat nicht hingehauen. Ja, es ist ein bisschen brutal, die Stelle. Ja, die Stelle ist auf jeden Fall bisher die schwierigste des Hex. Des Hex des Levels. Das ist auch ein Hack, ja. Es ist auch ein Hack, ja, aber er hat ja nur dieses Level. Wir spielen ja nicht mehr. Großer Quest. Was würde jetzt passieren, wenn man jetzt den eingestellten Luigi hier in diese Schwerelosigkeit reinsetzt? Der müsste ja komplett wegzünden. Wahrscheinlich. Oh Gott. Riskier's? Yes. Nice. Ah, ich hab den Pilz nicht. Wieso hab ich den Pilz nicht geholt? Bin ich denn komplett dumm? Oh mein Gott. Nein, Yoshi! Ja. Das wird nix. Du kannst versuchen, auch den nicht loszulassen. Aber das, ja, das ist schwer, ja. Aber ich habe eine Idee. Ich habe da eine Idee gerade bekommen.
Das dürfte funktionieren, weil auf den normalen Steinen, das war jetzt eh Quatsch, aber auf den normalen Steinen läuft Yoshi ja. Von denen würde ja nicht, die sind ja wie Mancha, ne? Ja. Ja, das ist ein Mancha, ja. Genau, nur die roten darf er nicht berühren. Mhm. Hätte ich eine Idee. Mal gucken. Mein Plan auch. Weiß nicht, ob ich den jetzt gegessen habe, aber hey. Also hast du vor, ihn einfach auf der Stelle liegen zu lassen, bis er... Ich würde ihn versuchen, unten liegen zu lassen, dass er dort groß wird, die Dinger, die runterfallen, ist. In der Hoffnung, dass ich mich so lange am Leben halten kann. Mal sehen. Ja. Okay, sehr gut, sehr gut. Zwei auf einmal. Oh, okay, das passt. Jetzt kann ich da auf jeden Fall durch. Yix! Mein schöner Treffer weg. Nein! Nein! Das war es dann an der Stelle komplett. Aber jetzt können wir mal kurz testen, wie das ist. Ich kann mich hier wahrscheinlich einfach in der Luft halten und Yoshi ist da unten die Steine weg. Oh nein, könnte ich nicht. Ja. Ah. Könnte klappen. Muss halt aufpassen. Ich muss ihn noch auf den zweiten Stein werfen. Ja. Ach, das ist das Ende! Ich sterb die ganze Zeit vom Ende. Ja, wahrscheinlich. Ist nicht der erste. Gut, dass wir das jetzt schon gesehen haben. Dann weiß ich zumindest, dass das jetzt alles ist. Oh, worum es noch aufkommt. Worauf es noch ankommt. Aber das ist ja sowas wie der finale Boss. Das kann man ja schon machen. Nein, ich bin blöd. Kriege ich das hin darüber? Nein. Okay. So, zack. Ach, komm schon. Aber hey, bis zum Pilz ist es ja noch. Und dann kriege ich den Pilz eben. So. Was geht hier mal? Ich bin schon wieder teilweise bei meinem Headset nur auf der linken Seite was. Aber ich habe schon Neues bestellt. Ist wirklich schlimm. Immer so nach eineinhalb Jahren machen das immer diese USB-Headsets, die ich bestelle. Das ist immer das gleiche, was ich bestelle, weil ich mag das Ding halt. Aber es macht ungefähr nach eineinhalb Jahren kommt immer wieder der gleiche Fehler. Als wäre es gewollt. Typisch geplante Obsoleszenz. Ja. Aber gut. Perfekt. So, jetzt Yoshi. Wir probieren es erstmal so. Ich kann ja theoretisch. Mhm. Ja, ist halt ganz vorne. Wenn man da ein bisschen. Ja, das war's ja schon. Ja? Das war's ja schon. Das war ja gar nicht so schlimm. Well done. Wenn man mal ein bisschen aufpasst. Und ich meine Theorie gar nicht testen, aber ist auch okay. Das hat wahrscheinlich funktioniert. Ja. Theoretisch kann ich das Video noch strecken, zurückspulen und meine Theorie testen. Oh, ja. Ah, okay, das ist. Das nicht. Falsche Taste. Hier könnten wir versuchen anzusetzen. Okay. Nicht okay. Gar nicht okay. Und dann machen wir hier. Du könntest vielleicht versuchen. Ich habe gemerkt, vielleicht kannst du. Drunter durch. Bitte? Du kannst drunter durch, unter den Steinen durch. Habe ich gerade gemerkt. Ach so. Also unten meine ich. Ja. Diesen blauen Stein. Weil du stirbst nicht sofort. Ah, lol. Ja. Setze ich Yoshi hier hin. Freue mich der Dinge. Ja, der ja, frisst. Nice. Jetzt ganz da drauf. Ja, und dann verfehlt man Yoshi. Aber okay, es würde funktionieren. Ja, es wird funktionieren. Okay. Gut, aber das unten drunter durch war auch ein schöner Tipp, ja? Zu wissen. Also das wusste ich eigentlich nicht. Erst habe ich das jetzt rausgefunden. Ja, das ist auch schön. Ja. Wenn ich dann dafür sorge, dass du noch was. Okay. Gut, dann haben wir die. Das Contest-Level auch gespielt, von dem du Zweiter geworden bist. Sehr, sehr nice. Mhm.
Ja, wüsste auch nicht, was ich Eigentlich jetzt an dem Level auszusetzen gehabt hätte. ja. War halt dann das andere Zuerst einfach ein wollte ich. Stückchen besser, aber das Sorry. war auf jeden Fall ganz gut. Ja, zuerst wollte ich gar kein Level dafür machen, aber dann habe ich mich umentschieden. Ja, und dann hast du dann auch. Ich meine, das Schöne ist ja auch, dass du so auch ein bisschen, wenn man in so einem Contest mitmacht und dann auch einen hohen Platz bekommt, dann werden ja auch Leute mehr auf deine Hacks aufmerksam. Ja, Also das denke ist ich ja schon. auch marketingtechnisch sagen, ein Vorteil, der Öffentlichkeit aufzutauchen. Ja. Okay, ja, dann schließen wir das Video hier ab. Gut. Waren erstens sehr schöne Demo und jetzt hier auch nochmal ein schönes Contest-Level. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mal wieder was von dir zu spielen. Merci. Und freue mich auf mehr irgendwann. Mal sehen. Ja. Erstmal danke fürs Zuschauen, auch an die Zuschauer. Tschüss. Tschüss.